So, willkommen zurück. Ja, also im Gegnerteam sind einige Top-Clans, so wie Noxus oder Huls. Und ich will euch hier mal die kranke Sichtweite meines Patterns mal vorführen. Ja. Indem ich direkt am Anfang Richtung Mitte fahre und euch das mal demonstriere. Müsst ihr mal unten rechts auf der Minimap gucken. Es gibt keine Möglichkeit für den Gegner, dort hinten vorbeizufahren, ohne von mir gesichtet zu werden. Guck mal, das ist eine Badget. Badget hat kranke Tarnwerte. Ist ganz hinten am Rand und der ist auf und kassiert schon ohne Ende. Der ist schon halb tot bzw. tot. Ja, und er ist tot. Er wird auch mit 0 Damage aus dem Spiel gehen übrigens. So, der nächste, der es versucht, der Skodda. Kassiert von mir eine, wird gespottet. Und ist schon halb tot. Der nächste, der E75, kassiert ohne Ende. Alter, das ist einfach krank. Ey, 3 Panzer von denen haben schon eigentlich so mehr oder weniger ihr Leben verloren, ohne hier irgendwas auszuteilen. Pass auf, er versucht es gleich wieder. Macht einen auf seitlich schräg rausfahren, wird gekettet. Und von der Arti rausgenommen. 2 Panzer, die ohne Schaden aus dem Spiel gegangen sind. Ein OP-10er, Badget und ein E75 mit einer richtig krassen Panzerung. Und der Skodda ist auch schon One-Shot. Also kann man eigentlich sagen, 3 Panzer des Gegners sind jetzt schon komplett sinnlos gestorben. Ja, und das schwächt ein Gegnerteam enorm. Ja, das sind 2 Autoloader gewesen. Ein Skodda, eine Badget und ein OP-9er mit einer krassen Panzerung, ne? Und wenn die einfach mal direkt am Anfang des Spiels so gesehen kampfunfähig gemacht werden, weil sie entweder One-Shot sind oder komplett tot sind. So, kassier da vom Jagdtiger. Er kommt bei mir durch. Der Jagdpanzer kassiert auch schon ordentlich. Er kommt bei mir natürlich durch. Es ist ja auch ein Jagdpanzer E100. Normalerweise der Patton hat sehr guten Durchschlag. Müsste ich rechts so. Ja, jetzt komme ich durch. Habe auch Gold geladen. Zieh mich hier komplett zurück. Ja, fast der komplette Jagdpanzer E100 geht auf mein Konto auch. Spotmäßig. Der Jagdtiger ist jetzt dort hinten beschäftigt. Jetzt muss ich gucken, dass ich den flankiere. Fahre aber zu weit raus. Ja, somit kann er sich schnell drehen. Und ja, ich werde hier rausgenommen. Aber das macht nichts. Wir sehen uns bei den Stats. Ich wollte euch ja nur vorführen, was der Patton so kann. Wir sehen uns bei den Stats. Wir haben eh gewonnen, also von daher. So. Die Gefechtsergebnisse. Ja, ihr seht 3830 Spot oder Assist Damage, 2300 knapp noch rausgehauen. Und hier, das ist zum Beispiel der E75, von denen der komplett ohne Schaden rausgegangen ist. Kein schlechter Spieler an sich. Badget von denen hat richtig auf die Schnauze bekommen, direkt am Anfang. Ja, und wer war noch? Ja, dieser Skodda hier. Auch ein guter Spieler, hat auch direkt von Anfang an richtig aufs Maul bekommen. Und ihr seht's hier. Ne? Genauso bei Jagdtiger und Jagdpanzer. Die Spots gingen auch auf mein Konto zum größten Teil. Und sowas bricht dem Gegner halt das Genick, ne? Wenn er direkt von Anfang an ohne Ende kassiert, ohne auszuteilen, so richtig. Ja. Das sind auch zum Teil hier von Clan Huls, ne? Sind auch gute Leute dabei gewesen. Ja gut, alles klar. Wer Bock hat, abonniert hier auch meinen Kraftsportkanal. Die Links sind in der Beschreibung. Und bewirbt euch, wenn ihr einen Tier 10 Panzer habt, wenn ihr zu uns wollt. Bis dann.